Hallo, liebe Freunde des wahren schönen Guten hier in Siegen und im Siegerland und darüber hinaus. Bitte, was soll ich denn wählen heute am offenen Denkmalstag und Samstag und Wahl? Grüne, rote, schwarze, linke. Ja. Tag des offenen Denkmals, Sonntag. Wählen Sie das Siegerlandmuseum. Freier Eintritt, Kurzführung im Bunker und Musik. Oh, da bin ich dabei. Geh ich hin. Da bin ich ja richtig. Siegerlandmuseum, Tag des offenen Denkmals. Und Dominik Jung, Dozent der Universität Siegen und der Fritz-Busch-Musikschule hier in Siegen. Und er spielt wunderschön Renaissance-Laute. Hören wir ein bisschen zu. Bei freiem Eintritt im Siegerlandmuseum und hier steht das Highlight, das aktuelle am Tag des offenen Denkmals, die interaktive Station zu dem, was neu kommen soll in den Bunker, zum Beispiel zu Fürst Johann Moritz, wird noch mehr ausgebaut, ist hier im Oranier-Saal ja auch nicht repräsentativ genug besetzt. Und das Observatorium, eine riesen Skyline oben in einer Glasgalerie auf dem Bunker und da kann man was zur Stadtgeschichte erfahren. Hörwelt, natürlich muss es sein, es ist interaktiv und inklusiv wie jedes moderne Museum. Leben im Bunker. Bin mal sehr gespannt. Die Wände waren 1,10 Meter dickes Beton und die Decken sogar 1,50 Meter. Wie wollen die da was Neues draus machen? Ich gucke mir das mal an, jetzt in der Schlossstube bei Katharina. Prima, Katharina, dass ich dich gleich hier getroffen habe. In der Schlossstube ist ja ordentlich was los. Und du bist bei der Stadt Siegen. Genau, Abteilung Stadtentwicklung. Richtig. Und du machst hier mit bei der Kuratierung und Ausstellung der eingereichten Entwürfe. Über 120 Stück waren es wohl. Aber ausgestellt werden nur die 18 schönsten oder was? Also beworben für den Wettbewerb haben sich über 100. Ja. Es wurden 21 zum Verfahren zugelassen. 18 von denen haben abgegeben und die 18 Arbeiten, die kann man heute hier sehen. Super. Und bis 25 soll das alles fertig sein, ne? Genau. Ist angedacht. Ja, ist angedacht. Es ist ja ein regionales Projekt, Regionale 25, das halt auch im Präsentationsjahr der Umbau fertig ist. Wir steigen jetzt in das Verhandlungsverfahren ein. Es ist so, dass die ersten drei Preisträger zum Verhandlungsverfahren eingeladen werden. Und das wird so bis Ende des Jahres etwa dann abgeschlossen sein. Und dann steht fest, wer die Planungen für das Projekt übernimmt. Zeigst du uns die drei, die ins Rennen, ins Finale gekommen sind? Ja, auf denen klar. Was wird? Ja? Kann ich dir zeigen. Komm mit. Danke. Der dritte Platz geht an das Architekturbüro Turner Kaczmarek aus Düsseldorf. Die haben das Thema Wandlung und Transformation ihrem Entwurf überschrieben. Der zweite Preis von dem Büro Bruno Fioretti Marquez aus Berlin sieht vor, auf dem großen Bunker ein Satteldach aufzusetzen. Das ist der erste Preis. Das ist ein Entwurf von dem Architekturbüro Wannermacher und Möller aus Bielefeld. Und der Entwurf sieht vor, auf beiden Bunkergebäuden ein neues Dach aus Streckmetall zu installieren. Ich danke dir, Katharina, sehr für die Einführung, die kurze, von den vielen Entwürfen. Die sind ja recht spannend. Ich bin sehr neugierig, was 2025 letztendlich da steht. Ja. Vielen Dank für die Info. Gerne. Wenn du heute noch Zeit hast und Lust hast, der Bunker ist heute auch im Rahmen des Tages des offenen Denkmals noch offen. Und da gibt es Führungen. Also schau dir den doch ruhig noch mal an, wie er jetzt noch aussieht. Dann laufe ich schnell runter und mach das. Danke viel für Spaß den Tipp. Dabei. Ciao. Tschüss.
Und es ist ja auch wirklich nur ein paar Schritte vom Siegerlandmuseum im oberen Schloss bis zu dem demnächst auch zum Siegerlandmuseum gehörten ungenutzten Bunker hier in der Burgstraße. Der Tag des offenen Denkmals ist heute und in Siegen ist es nicht virtuell wie sonst in Deutschland, sondern wir dürfen reingehen in diesen Bunker von 1940, 42 und der ist sehr, sehr beklemmend. Also die Sanitäranlagen, die Gänge, das Treppenhaus und den Heizungskeller und vor allem die Schriften, wo man mit dem Tode bestraft wird, wenn man einen Hammer klaut. Also lasst euch mal drauf ein. So, ihr Lieben, das war doch wirklich eine beklemmende Geschichte. Ganz authentisch von 1942, so wie es verlassen wurde. Steht da, wird umgenutzt, ich sagte es ja schon. Und wir schauen mal, was das Siegerlandmuseum daraus macht. Ach, da ist ja Boris Hoppeck, Künstler, hier aus der Region, aus Kahn-Marienborn. Und jetzt natürlich España, bei seinem 110 Quadratmeter großen Wandgraffito für Kultur Siegen, für Urban Art, Out and About. Ist das nicht klasse? Welt, das Siegerlandmuseum. Und nicht nur am Tag des offenen Denkmals oder zum Wahltag, sondern immer, wenn ihr Zeit und Lust und Laune habt, liebe Freunde des Wahren, des Schönen und des Guten der Universitätsstadt Siegen. Ich freue mich drauf, wenn wir auf dem Bunker stehen und die Skyline sehen kann, denn das Siegerlandmuseum hat ja eine ganz interessante Zukunft. Und drin im Bunker sind dann wieder Kunst und Künstler aus der Region. Und das ist wunderschön geworden von Boris. Macht's schön in Siegen!